Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Bis zum 9. September habt ihr noch wunderschöne Reisesterne und Wassermann-Singles können der Liebe im Urlaub begegnen. Danach steigen die kosmischen Spannungen und pushen euch, etwas für euer berufliches Fortkommen zu tun oder an ehrgeizigen persönlichen Zielen zu arbeiten. Falls ihr in einer persönlichen Angelegenheit Beratungsbedarf habt, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Also das sieht dann so aus wie dieses hier mit dem Steinbock. Und beim Wassermann haben wir dann das alte Symbol der beiden Wellen. Und die stehen für die Wasserspende wie auch für die physikalische Welle des Lichts. Beides symbolisiert die geistigen Kräfte des Wassermanns. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den September. Über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, könnt ihr euch jederzeit nochmal im Jahreshoroskop informieren, als Video oder in meinem Jahrbuch. Das Jahrbuch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Besonders wichtig für euch ist die Position von Uranus im Stier und Lilith im Wassermann. Und zu beiden Konstellationen habe ich ausführliche Video-Specials erstellt. Die möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Das Special über Uranus im Stier heißt Wind des Wandels und das Video über Lilith heißt Kreativ, wild und frei, Lilith im Wassermann. Der September beginnt mit angenehmen Konstellationen für euch. Die Venus steht in der Waage in eurem Reisehaus und der Merkur im Löwen in eurem Partnerhaus. Beides ist günstig für euch, um Leute kennenzulernen, schnell noch einen Urlaubstrip zu machen oder euch fortzubilden und dabei viel Spaß zu haben. Außerdem könnt ihr liebevolle, klärende Gespräche führen, falls ihr im August eine Auseinandersetzung hattet. Die Sonne steht in der Jungfrau und lenkt die Energie in eure feste Partnerschaft und was ihr mit dem Partner gemeinsam erreichen wollt. Am 6. September gesellt sich auch der Merkur dazu und am 9. September findet der Neumond im Zeichen Jungfrau statt. Und der Neumond betont dann noch einmal das Thema eurer festen Partnerschaft. Das heißt, ihr könnt dann planen und rechnen, was wollt ihr gemeinsam anschaffen und was könnt ihr euch leisten. Gegenüber steht der Neptun und lädt zum Träumen ein. Das heißt, ihr könnt also vielleicht auch gemeinsam eine Neumond-Meditation zu diesen Themen machen und bezieht dabei auch eure Träume über eure materielle Zukunft und eure Wünsche mit ein. Eine weitere Bedeutungsebene dieser Konstellation betrifft auch Sinnlichkeit und Erotik und ihr habt vielleicht auch Lust, über eure erotischen Träume und Wünsche nachzudenken und wie ihr die mit eurem festen Partner verwirklichen könnt. Wenn ihr alleinstehend seid, ist der Neumond geeignet, um sich mit den Werten der Familie oder Erbschaftsthemen zu befassen. Ebenfalls am 9. September passiert noch was Wichtiges. Die Venus wechselt nämlich in den Skorpion in euer Karrierehaus. Und dort wird sie im Oktober rückläufig und bleibt deswegen sehr lange in dieser Position, nämlich bis Mitte November und dann nochmal den Dezember über. Das kann sich sehr vorteilhaft für eure beruflichen Entwicklungen auswirken. Ihr knüpft wichtige Business-Kontakte und könnt euch im besten Licht darstellen. Allerdings bildet die Venus gleich zwischen dem 9. und dem 18. September ein paar schwierige Aspekte zu Lilith, Mars und Uranus und das alles in Spannung zur Wassermannsonne. Der Mars geht am 11. September im Vorwärtsgang wieder in den Wassermann und nimmt dann immer mehr Fahrt auf. Ihr werdet spüren, wie euer Schwung und eure Schaffenskraft zurückkehren. Aber übertreibt es nicht, denn bis zum 19. haben wir noch diese gefährliche Spannung zwischen Mars und Uranus, die auch Unfälle und Verletzungen mit sich bringen kann. Und weil eben auch Venus und Lilith beteiligt sind, kann das auf der psychologischen Ebene sozusagen zu Beziehungsunfällen führen, nämlich dann, wenn ihr euch sehr kratzbürstig und kompromisslos zeigt. All das gilt in erster Linie für die Geburtstagskinder, die ganz zu Anfang des Zeichens Wassermann Geburtstag haben, aber auch andere Planeten in eurem Horoskop können diese Spannungen empfangen. Im Zweifelsfalle würde sich eine Beratung lohnen oder ihr nehmt an meinem Webinar Antonias Sterne teil, da können wir das auch nachschauen.
Ab dem 19. legen sich die Spannungen langsam wieder und ab dem 22. sind die Konstellationen für euch spürbar harmonischer. Zuerst geht der Merkur in die Waage und am 23. September morgens um 3.54 Uhr dann auch die Sonne. Das ist der offizielle Herbstanfang. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer kosmisches Haus der Reisen und Fortbildung. Vielleicht könnt ihr euch ja eine berufliche Fortbildung organisieren oder ihr unternehmt einen Kurztrip übers Wochenende. Außerdem ist es eine gute Position für euch, um Pläne für eure Zukunft zu machen und über eure Lebensphilosophie nachzudenken. Auch der Vollmond am 25. September aktiviert diese Themen und inspiriert euch, über eine Flucht aus dem Alltag nachzudenken oder eure nächste Reise zu planen. Und der Vollmond hat noch eine interessante Dimension. Viele Wassermanngeborene werden schon seit über einem Jahr mit Themen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Das hat etwas mit den Mondknoten zu tun, die hier bei euch auf der Beziehungsachse stehen. Und rund um diesen Vollmond ist die Tendenz nochmal verstärkt. Also rechnet damit, dass Vergangenheitsthemen hochkommen, sei es seelisch oder durch Menschen, die sich nach langer Zeit wieder bei euch melden. Das letzte Wochenende des Monats steht unter sehr schönen Sternen für Partys und Geselligkeit. Kleiner Tipp, gebt euch beim Ausgehen nicht zu cool und distanziert. Es gibt Leute, die euch gerne näher kennenlernen würden. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.